Salut zusammen und Grüßli aus dem Paradiesli. Manche von uns wollen diese Fugen von Pflanzen, Gras und andere Pflanzen befreien, Moos. Manche machen das, indem sie Gift benutzen und andere wiederum, indem sie das mühsam per Hand rauskratzen. Die Wurzeln sind meistens ganz tief und es kann richtig Kraft aufwenden. Nun habe ich eine Möglichkeit entdeckt oder ausprobiert, die tipptopp funktioniert hat. Und zwar, Moment, hier, solche Stellen einfach mit heißem Wasser überbrühen. Kochend heißem Wasser. So. Und dann am nächsten Tag, ein, zwei Tage danach, sieht es dann so aus. Ne? Und das lässt sich dann wunderbar problemlos einfach so abziehen. Ganz einfach. Man braucht nicht mal Werkzeug dafür. Genau. Allerdings wachsen manchmal auch coole Sachen aus diesen Fugen, kleine Überraschungen. Ich zeige euch mal, was ich entdeckt habe, was aus der Fuge rausgewachsen ist. Wir haben einmal diese Pflanze, die hier. Ich mache sie mal zu. Das ist, soweit ich weiß, eine Pflanze des Hafer. Und am lustigsten finde ich die Pflanze, die gewachsen ist. Einfach nur aus der Fuge heraus. Moment, vielleicht kann man das so besser sehen. Ja. Die hat sogar Blüten. Die habe ich erst vor ein paar Tagen entdeckt. Ja, und hier haben wir auch eine schöne Pflanze. Also manche Pflanzen lasse ich. Die blüht auch irgendwann. Ich glaube, das ist Storchenschnabel, soweit ich informiert bin. Das ist hier so eine Cannabispflanze, die aus dem Nichts plötzlich erschienen ist. Das ist halt, weil die Vögel das fressen. Und ja, ich hoffe, ich habe euch was Neues verraten, was euch hilft, umweltschonend eure Welt zu verschönern.